Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute eine neue Real-Life-Story auf meinem Kanal. Als kleine Nebeninfo seht ihr im Hintergrund ein Team Deathmatch Black Ops 2 Gameplay. Er spielt mit der SKH, ist ein Gast-Gameplay und er hat aber auch noch die Nuklear erreicht. In Team Deathmatch finde ich richtig nice anzuschauen. Er spielt das wie gesagt unten in der Beschreibung und ja, heute eine neue Real-Life-Story, meine Freunde. Ich weiß, auf die steht er wie auf eine gut geformte Frau und das kann ich euch nicht verübeln. Ich finde die Stories auch immer ziemlich geil. Und ja, gleich von vornherein, nicht zur Nachmachung empfohlen. Ganz einfach aus dem Grund, niemand hat eine lupenreine Weste. In dem Fall bei mir ist sie sehr beschmutzt. Ich habe viel Scheiße gemacht, wisst ihr. Und ja, das ist nochmal eine Story, wo ihr euch auf jeden Fall kein Vorbild dran nehmen solltet. Und ich fange einfach mal locker, flockig an, meine Freunde. Oh, ich habe heute noch kein Monster. Ich schiebe irgendwie ein paar, keine Ahnung. Naja, gut. Also, damals habe ich noch mit meiner Mutter zusammen gewohnt. Habe ich ja, bis ich 18 war, dann bin ich ausgezogen und beziehungsweise zu meinen Großeltern gezogen. Und direkt bei uns in Buxtehude gab es, wo ich gewohnt habe, direkt nebenan, wie gesagt, gab es so einen Supermarkt, der hieß, der ein oder andere wird ihn kennen, der aus Buxtehude kommt, Sparmarkt Pape. Das war so ein Tante Emma, Opa und Oma Laden oder wie auch immer. Und zu der Zeit habe ich halt auch noch aktiv hier den hier gemacht, gekifft und auch andere Sachen. Und hatte natürlich dementsprechend auch immer, ja, nicht viel Cash auf Tash. Und auch gerade in der Zeit bin ich zu einer Privatschule gegangen und habe da meinen Realschulabschluss nachgemacht. Und da war ein Kollege bei mir in der Klasse, der hat mir gern mal ein paar Sachen abgekauft. Unter anderem auch Tabak, Drehtabak, kennt der ein oder andere. Weil er selber gedreht hat, sein Papa und seine Mutter und etc. aus seinem Familienkreis, die haben alle selber Zigaretten gedreht. Und ich bin des Öfteren rüber zu diesem Laden gesprintet. Mit Leichtgewicht und Marathon, nicht mit Fingerfertigkeit und ruhiger Hand, das ist eine andere Situation. Und ja, hab da mich immer eingedeckt, aber natürlich nicht auf legale Art und Weise. Und an dem Tag bin ich von zu Hause losgegangen, hab mir noch einen reingekifft und bin losgegangen von zu Hause und auch zu dem Laden rüber. Und wollte nochmal eine Ladung mir klauen. Wie gesagt, bitte nicht klauen, klauen ist scheiße, ist eine Straftat, aber ist halt Vergangenheit. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, deswegen kann ich da jetzt so locker drüber reden. Bin ich rüber in den Laden gegangen und hatte aber nur 2 Euro auf Tasche. So. Dann bin ich durch den Laden ein bisschen gegangen, dies, das. Und ja, war wieder relativ wenig los. Genau mein Fall. Bin Richtung Kasse gegangen, hab beim Tabak da ein bisschen geluschert. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, wenn jetzt hier so die Kassiererin sitzt, war genau gegenüber, wo sie es nicht sehen konnte, der Tabak. So, war halt ein bisschen doof für die. Und da habe ich mich erstmal eingedeckt. Ich hatte so eine Weste an und habe mir in beide Taschen so, weiß ich nicht, 5-6 Packungen gesteckt. Also, es war eine relativ dicke Weste, da konnte man das auch nicht sehen. Habe mir die Taschen voll gemacht. Bin dann ein bisschen durch den Laden geschlendert und hatte ja noch diese 1-2 Euro auf Tasche und dachte mir, was holst du dir denn? Dann hatte ich als erstes Rittersport Knusper-Ecke, diese mit den Keksen, richtig lecker, wollte ich mir kaufen. Dann hatte ich aber gedacht, oh, ich hätte aber auch Bock auf ein Eis. So, kann ich mich doch ganz genau erinnern. Ich, dreister Fuchs, steck mir einfach die Schokolade noch in die Tasche und gehe zur Eistruhe und hol mir ein Domino-Eis. Kennt ihr ja bestimmt. Richtig lecker. Geh zur Kasse. Stell mich hin. Ein paar Leute vor mir, 1-2 Leute vor mir. Dann sind die Leute weg. Ich komme ran und die Kassiererin hatte so einen kleinen Holzstock und zeigt so auf meine Tasche und sagt, was hast du denn da in der Tasche? Ich denke mir, oh nein, Digga. Das kann doch jetzt echt nicht sein, Mann. Ich habe schon wieder gedacht, oh, bitte weck mich einer auf. Das Gefühl kennt ihr bestimmt so. Richtig Abfuck auf jeden Fall. So. Dann sage ich, ja, was soll ich denn in der Tasche haben? Du meinst, ja, ich habe ganz genau gesehen, und achte drauf, ich habe ganz genau gesehen, wie du die Schokolade eingesteckt hast. Ich denke mir, okay, sie hat gesehen, wie ich die Schokolade eingesteckt habe. Ich nehme die Schokolade aus der Tasche, lege sie hin und sage, ja, gut. Scheiße, Mann, ich habe Mist gemacht. Dann sagt sie, ja, dann kommen wir mit nach hinten. Hat sie kurz eine Vertretung geholt für die Kasse, bin ich mit ihr nach hinten gesprintet. Wieder Leichtgewicht Marathon, wisst ihr Bescheid. Und ja, dann hat sie halt die Bullen gerufen, weil ich halt die Tafel Schokolade für 99 Cent geklaut habe. So. Das hat natürlich einen gewissen Augenblick gedauert, bis die Bullen auch gekommen sind. In der Zeit habe ich halt ein bisschen mit ihr geredet und die kannte mich ja auch, muss ich dazu sagen. Ich war da öfters in dem Laden, einmal am Tag mindestens eigentlich. Nicht jetzt um zu klauen, sondern einfach um so meine Sachen einzudecken. Habe mich mit ihr unterhalten, habe mich entschuldigt dafür, dass ich die Tafel Schokolade geklaut habe, dies, das. Im Hinterkopf, meine Freunde, aber die ganze Zeit noch, dass ich die Taschen voller Tabak hatte. Dann kommen die Bullen. Und haben dann den Fall so gesehen übernommen. Die Frau stand da daneben an und dann sagt der Bulle auf einmal, also in dem Fall mich, stellen Sie sich mal bitte an die Wand, wir müssen Sie durchsuchen. Und ich denke mir, nein,
Jetzt bist du richtig am Arsch. Oh, meine Freunde, da ist mir der Kackstift gegangen. Das kann ich euch so auf jeden Fall schon mal versichern. Dann sagt aber die nette Dame, in dem Fall war sie wirklich nett, die mich da erwischt hat, nee, nee, das brauchen sie nicht. Er hat schon das Diebes gut hingelegt und er hat nichts anderes. Oh, und die Bullen, meine Freunde, die Bullen, haben nichts gemacht. Das heißt, ich hatte immer noch die Taschen voller Tabak. Die Bullen sind davon ausgegangen, dass ich wirklich nichts anderes habe, beziehungsweise sind ihrer Pflicht nicht richtig nachgekommen, weil sie müssen mich durchsuchen, egal ob die Frau das sagt oder nicht. Dann sind wir Richtung Ausgang raus, also wir haben die Personalien aufgenommen, sind Richtung Ausgang raus. Und als wir am Ausgang angekommen sind, meine ich noch zu dem Bullen, ich hatte ja dann Hausverbot offiziell ausgesprochen bekommen, ob ich mir denn nicht noch das Eis holen könnte. Oh, die habe ich wieder doof angeguckt. Naja, ich habe ja ungefähr 100 Meter neben dem Laden gewohnt, dann haben sie mich noch zu Fuß nach Hause gebracht. Was meine Mutter dazu gesagt hat, könnt ihr euch denken. Wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Klauen ist prinzipiell einfach scheiße. Oder was ist prinzipiell? Ist scheiße. Also bitte kein Vorbild dran nehmen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet. Hättet ihr zu dem Bullen gesagt, ey, oder zu der Kassiererin, ey, ich habe hier noch die Taschen voller Tabak. Oder hättet ihr versucht, das so über die Bühne zu bringen wie ich. Das würde mich mal interessieren. Ja, das Gameplay ist jetzt zu Ende. Wie gesagt, der Spieler ist unten in der Beschreibung. Schöne Team Deathmatch Nuklear. Für mehr Realer Stories würde ich mich einfach über eine positive Bewertung freuen. Ja, und in dem Sinne würde ich einfach locker flockig behaupten, meine Freunde, wieder schauen und reingehauen.